Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Crunchtime TV. Samstagabend 19:15 Anwurf. Wir befinden uns in Königsborn und können auf jeden Fall sagen, dass wir heute 25:30 gewonnen haben. Wir sind mit einem Halbzeitstand von 13:18 in die Pause gegangen, aber ich würde sagen, Katharina fängt erstmal an, über die erste Halbzeit zu reden. Ja, also vielleicht vorab irgendwie das Ziel, okay, das Spiel hat sich heute gezogen wie ein Kaugummi, irgendwie, weiß ich nicht, wir kamen überhaupt nicht ins Spiel, ich weiß nicht, es war eine ungewöhnliche Anwurfszeit, total spät, aber das nehmen wir jetzt nicht als Ausrede. Ja, wir kamen irgendwie nicht ins Spiel, in den ersten 15 Minuten haben wir überhaupt keinen Zugriff in der Abwehr bekommen, dann haben wir die letzten 10 Minuten auf eine 5-1-Abwehr umgestellt, dann wurde es besser, dann haben wir einen kleinen Lauf gehabt, wo wir uns dann auch absetzen konnten, wo ich dann gesagt habe, gut, 5-1 klappt besser, sodass wir dann, wie gesagt, mit einem relativ deutlichen deutliche Führung in die Halbzeit gehen konnten, aber ja, also irgendwie nicht so ein schönes Spiel. Ja, dann also klar, 5 Tore, ne, aber ist ja nichts zum Ausruhen. Dann kamen wir in die zweite Halbzeit und ja, das Spiel hat sich weiterhin irgendwie so gezogen. Also auch aus unserer ersten Halbzeit, wir kamen nicht so ganz hinein in die zweite Halbzeit, vor allem irgendwie in der Abwehr hat uns hier und da manchmal der Zugriff gefehlt oder auch vorne die Tiefe. Ja, wir haben uns trotzdem weitergekämpft, das Spiel gespielt, letztendlich dann mit 25:30 gewonnen, also unseren 5-Tore-Vorsprung beibehalten. 2 Pflichtpunkte in Königsborn und 2 wichtige Punkte, da unser Aufstiegsrennen ja aktuell sehr spannend ist. Platz 1 bis Platz 3, alle gleiche Minuspunktanzahl. Da werden in den kommenden Wochen auf jeden Fall sicherlich ganz, ganz viele spannende Spiele kommen. Daher freuen wir uns immer, wenn ihr zu jedem Spiel von uns auf jeden Fall kommt und uns supportet. Und du sagtest ja auch, 2 Pflichtpunkte. Bei Königsborn ging es um nichts mehr. Die können nicht mehr nach oben, die können nicht mehr nach unten. Sodass wir wussten, es ging bei denen um nichts mehr. Wir mussten gewinnen, sodass wir wussten, es wurde ein schweres Spiel. Aber wie gesagt, 2 Pflichtpunkte, alles gut. Wir haben gewonnen, wir sind happy. Das war, muss man auf jeden Fall mit viel Respekt gehen an dieses Spiel, weil ja, ist auch ein gewisser Druck da, ne? Genau, erstmal jetzt herzlichen Glückwunsch an unsere zweite Dame. Ein richtig geiler Sieg in den letzten 5 Sekunden bei Sparta Münster festgemacht. Ein enorm wichtiger Sieg. Es war 2. gegen 3. ein sehr spannendes Aufstiegsrennen bei unserer zweiten Dame in der Münsterlandliga. Platz 1 bis Platz 5, alles möglich. Glückwunsch. Ja, auf die nächsten Punkte, Mädels. Ja, dann wir haben erstmal 4 Wochen spielfrei. Genau, wir verabschieden uns in die Osterpause. Die Osterpause ist super lange. Wir haben jetzt 4 Wochen. Ach so, genau. Mikro wäre gut, danke. Wir verabschieden uns in die Osterferien. Wir haben 4 Wochen spielfrei, aber nicht alle. Die zweite Dame spielt am 1.4. gegen Notschulen um 19.30 Uhr in der Halle Bockran. Also wenn ihr keine Lust auf Osterferien habt, kommt vorbei. Genauso die zweite Herren gegen Havixbergs um 19.30 Uhr, aber Achtung, in der Halle Ost. Also wie gesagt, falls ihr nicht auf Handball verzichten könnt, kommt gerne in die Halle Ost und in die Halle Bockran für unsere zweite Herren und für die zweite Damen. Genau, sind auch wieder wichtige Spiele und wichtige Punkte für beide Mannschaften auf jeden Fall im Aufstiegsrennen. Ne? Beide drin, wir drücken auf jeden Fall die Daumen, wir sind am Start und feuern euch an und eigentlich ist es ja Katharinas Part, heute ist es meiner. Wir müssen noch mal einmal kurz auf unser letztes Spiel hinweisen. 22.04. Halle Ost, es geht weiter im Aufstiegsrennen, kommt vorbei, wir freuen uns auf euch. Und jetzt darfst du gerne abmoderieren. Wie Katharina so schön sagen würde, Leute, das Sparkassenfestival steht wieder an. Wir freuen uns auf euch, 17. bis 19. Juni, 16. bis 18. Juni 2023, kommt vorbei. Wir freuen uns, wir sind auf jeden Fall da. Wir freuen uns, euch zu sehen und auf ein geiles, unvergessliches Wochenende mit euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich wollte noch mal eine kleine Ergänzung machen. Vielen lieben Dank an unsere süße kleine Truppe, die mitgereist sind. Aber fein, guter Support, immer da gewesen. Genau. Henning, Timo, Philipp, Simon, danke. Und natürlich an unsere lieben Gäste, die heute mit dem Zug hierhin gefahren sind. Vielen lieben Dank euch 6, dass ihr den Weg nach Königsborn zu uns gefunden habt. Danke.